Irre Ziege. Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Elex. Nee, ist klar. Bisschen Eisenerz nehmen. Sieh mal einer an. Dass du hier neu bist, erkennt man auf den ersten Blick. Lass dich von den anderen hier nicht zu sehr einschüchtern. Die meisten sind netter, als sie aussehen. Ich kann auf mich aufpassen. Wenn das so ist, ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Was hast du für ein Problem? Ich bin hier für die Reparatur und den Aufbau einiger Roboter verantwortlich. Und genau darum geht es auch. Wir haben einen Aufklärungstrupp Roboter losgeschickt. Allerdings scheinen sie eine Fehlfunktion zu haben. Sie greifen einfach alles an, was sich bewegt. Es sind bereits zwei meiner Kollegen hingegangen und versuchen, sie mittels Fernabschaltung unter Kontrolle zu bringen. Aber die lassen jetzt schon einige Zeit auf sich warten. Ehrlich gesagt sind mir die zwei auch egal. Was ich haben will, sind die KI-Chips der Roboter. Und zwar alle. Ich muss herausfinden, wo der Fehler liegt. Wenn das Problem bei allen Robotern hier besteht, könnte das böse enden. Allerdings. Alles klar. Ich bringe dir die KI-Chips. Sehr gut. Aber denk dran, du musst dich beeilen. Wer weiß, wie viele Roboter von diesem Fehler betroffen sind. Gar nicht auszudenken, was passiert, wenn einer der Roboter hier im Hort plötzlich durchdreht. Und ich kann hier schlecht allen Robotern hier ihre Elex-Batterien rausnehmen. Dann wären wir völlig ungeschützt. Also mach keinen Umweg mehr. Und hol mir diese KI-Chips. Wo finde ich die Roboter? Okay. Also, die Roboter findest du am besten... Wie erkläre ich das? Also, wenn du aus dem Hort rauskommst und du Luftlinie geradeaus läufst, dann läufst du links an ihnen vorbei. Aus dem Hort raus, ein klein wenig rechts halten, dann kommst du an eine Felswand. Da kannst du nicht einfach hoch. Also weiter geradeaus und dann umdrehen. Weiter geradeaus. Aber in die andere Richtung. Ja, und dann müsstest du sie auch schon sehen. Alles klar? Nein. Nein, ich habe kein Wort verstanden. Also nochmal. Du läufst also aus dem Hort hinaus. Hältst dich ein bisschen rechts. Nicht so viel, aber doch genug, um... Gib mir einfach die Himmelsrichtung. Ach so. Ja, gut, okay. Also, du musst nach Westen. Die Roboter patrouillieren auf einer Landebahn aus der alten Welt. Warum nicht gleich so? Wieso holst du nicht selbst die KI-Chips? Sehe ich etwa aus wie eine Kämpferin? Zwischen Schaltkreisen, Platinen und kaputten Motoren, da fühle ich mich wohl. Ich gehe da nicht raus. Vergiss es. Du bist also eine Art Mechanikerin. Ich bin nicht nur Mechanikerin. Vorrangig bin ich eine Legatin der Kleriker, klar? Wir Legaten sind unter anderem für die Materialbeschaffung, aber auch für die Reparatur der Maschinen zuständig. Unsere Psi-Kräfte machen uns aber auch zu starken Kämpfern. Also leg dich besser nicht mit uns an. Wie kann ich zu einem Legat befördert werden? Wenn du die Rüstung, Waffen und Psi-Kräfte eines Legaten benutzen willst, dann wirst du dich vor den Judikatoren beweisen müssen. Sprich dazu mit Judikator Reinhold oben in der Zitadelle. Er wird dir sagen, wie du zu einem Akolyten der Kleriker werden kannst. Denn nur ein Akolyt darf zu einem Legaten befördert werden. Ich habe jetzt keine Zeit. Gut, Metallschrott, Elektroschrott, alles verboten. Bergbahn, Trockenfleisch, alles verboten. Ich kenne den Typen nicht. Ich kenne euch auch nicht. So, das ist wahrscheinlich die... Ist das die Kathedrale? Hochala. Okay. Ach, das ist Anna. Ich dachte gerade, wer ist sie denn da? Das ist hier bestimmt dieses Dingens, oder? Wenn du etwas zu melden hast, sprich mit Reinhold. Mhm. Wer ist Reinhold? Das hier? Dieser Ort ist so kalt.
Diese Maschinen werden nur geschaffen, um verbrannte Erde zu hinterlassen. Du machst jetzt aber keine Dummheiten, oder? Da mach dir mal keine Sorgen. Aber mit ihr redet er viel mehr, wenn man sie als Gefährtin dabei hat, als mit Duras, Falk und so. Ray ist ja noch nicht unser Gefährte und die andere Perle kriegen wir ja erst kurz vorm Ende. Also mit der redet er schon viel mehr. Aber vielleicht, weil sie als kleine Romanze am Ende des Spiels eingebaut ist. Hey du, ich brauche einen 8er Schraubenschlüssel und einen Satz Sicherungsringe. Und wenn du schon dabei bist, bring mir doch eine waffenfähige Elex-Batterie, ein Druckluft-Einlassventil und was war das Letzte? Ich schicke dir jemanden, der sich darum kümmert. Halt, halt, halt! Bist du nicht zu meiner Unterstützung eingeteilt worden? Welche Art von Unterstützung? Überleg mal, was wird in großer Zahl in Ignadon gefertigt? Exakt, Maschinen. Kampfmaschinen, um präzise zu sein. Schätze, ich muss das Werkzeug selber rankarren. Nachher schickst du mir noch jemanden, der zu dumm ist, einen Vierkantbohrer zu bedienen. Eines sage ich dir. Man buckelt sich den Rücken krumm und wenn man einmal nach Hilfe ruft, gucken alle beschäftigt aus der Wäsche. Damit meine ich auch nicht explizit dich. Also, mach nicht so ein Gesicht und sag mir, warum du hier bist. Du wirkst überfordert mit deiner Arbeit. Pappelapapp, es gibt wohl kaum jemand Besseren als mich für diese Aufgabe. Aber wenn so viel Verantwortung auf deinen Schultern lastet und du 24 Stunden am Tag Blut und Wasser schwitzt, ist irgendwann mal Schluss. Ich habe den Krieg nicht darauf beschworen. Aber jetzt, wo es zu spät ist, müssen wir Mechaniker die Suppe auslöffeln. Dann mach doch eine Pause. Und was dann? Soll ich einem Grünschnabel all das hier aufhalsen? So egoistisch bin ich nicht. Es obliegt meiner Verantwortung, die Dinge hier am Laufen zu halten. Immerhin sind wir die Einzigen, die wirklich in der Lage sind, die Alps aufzuhalten. Es ist wichtig, dass hier alles reibungslos funktioniert. Und wenn man mir keine Hilfe zubilligt, muss ich das eben alleine erledigen. Von mir erwartet man nackte Zahlen. Am Ende des Monats muss die Produktion stimmen. Kurz gesagt, eigentlich bräuchte ich Hilfe. Jemanden, der hier und da eine Kleinigkeit für mich erledigt. Bezahl mich, dann helfe ich dir bei deiner Arbeit aus. Abgemacht. Wer weiß, vielleicht hätte man mir irgendwann einen Hans Wurst zur Seite gestellt, der nicht einmal gerade auslaufen kann. Du scheinst damit ja keine Probleme zu haben. Ich will da mal ins Detail gehen. Mir fehlen spezielle Ersatzteile. Wegen der chronischen Unterbesetzung fehlt mir die Zeit, meinen Lieferanten eigenhändig aufzusuchen. Nimm du daher diese Summe und erledige das für mich. Kleinigkeit. Na, warten wir ab, bis du zurück bist. Viel Erfolg! Wo soll ich deinen Lieferanten treffen? Der Typ hat einen straffen Zeitplan. Darum vergeudet er auch keine Zeit hier im Hort. Du wirst ihn am ehesten in den späten Abendstunden irgendwo vor unseren Toren treffen. Bring mir etwas bei. Wird gemacht. Okay, was können wir denn? Strahlungsresistenz, Feuerresistenz, Frost, Gift, Rüstung. Rüstung können wir noch... Ah, Konstitution, da fehlt mir was für... Tiertrophäen, was das erlaubt, dir besondere Trophäen aus Tieren zu erbeuten. Mhm. Gut, Esser. Erhöht die. Achso, guter Esser. Extra Hitpoints habe ich schon. Ausdauer könnt ihr. Ah, da bräuchte ich 60. Sechster Sinn. Reicht auch nicht. Guter Esser. Widerstand gegenüber Hitze und Feuerschaden mit jeder Stufe. Strahlungsresistenz. Ich weiß nicht. Ich will noch nicht. Das ist ein Mechaniker. Das ist verboten. Mein Gott, wo sind wir denn hier alles? Oh, die Zigaretten darf ich aber nehmen.
Da geht's wieder nach draußen und da geht's auch nach draußen. Ah ja, jetzt bin ich wieder hier, genau. Jetzt kann man langsam wieder nach vorne gehen. Da oben ist eine Treppe. Wo führt das hin? Das ist ein Teleporter. Nach den Gesprächen mit Balder habe ich immer einen klaren Kopf. Du weißt schon, woran das liegt, oder? Ja, der Mann hat einfach einen unfassbar großen Erfahrungsschatz. Ich denke, ich lasse dich mal in dem Glauben. Moment, was willst du mir damit sagen? Nichts, nichts. Vergiss einfach, was ich gesagt habe. Oder noch besser, tu mir den Gefallen und sprich bald wieder mit ihm. Wenn du das sagst. Was haben wir hier? Stuhl. Kalan zum Gruße, Suchender. Hi. Was führt dich zu mir? Oder bist du hier, um der Gemeinschaft deinen Tribut zu entrichten? Tribut zu richten? Hier für die Gemeinschaft? Ach komm. Hier für die Gemeinschaft. Ein weiser und edler Zug von dir. Doch zur Sache. Ich kann dir nur begrenzt meine Aufmerksamkeit widmen. Meine Arbeit hier als oberster Suggestor lässt nicht viel Freizeit zu, wie du sicherlich verstehst. Du bist ein Suggestor? Ich bin nicht ein Suggestor. Ich bin der oberste Suggestor im Hort. Zu uns kommen all jene, die sich ihren Geist haben vergiften lassen. Sei es durch Elex oder falsche Lehren. Wir sorgen dafür, dass sie sich wieder daran erinnern, was es bedeutet, den freien Menschen anzugehören. Der menschliche Geist ist ein Geschenk. Wir sollten ihn nicht mit Elex verseuchen. Was genau ist Suggestion? Unsere Implantate ermöglichen es uns, den Geist eines Menschen zu manipulieren. So sind wir in der Lage, die Gehirne der Menschen zu stimulieren, um ihnen Ideen einzupflanzen. Es ist eine Kunst, die nur wir Kleriker beherrschen. Wieso bekämpft ihr die Alps nicht mit Hilfe der Suggestion? Um Suggestion bei jemandem anwenden zu können, muss ein Geist schwach sein. So ungern ich das sage, aber Alps sind psychisch äußerst stabil. Suggestion ist bei einem reinen Alp beinahe wirkungslos. Ist dir schon einmal aufgefallen, dass viele der Mutanten Schläuche und andere Maschinenteile integriert haben? Mhm. Diese Teile sind von den Alps dort platziert worden. Wir vermuten, dass sie eine der Suggestion ähnliche Technik benutzen. Ein Chip in den Gehirnen der Mutanten, um sie manipulieren zu können. Ein grauenhafter Gedanke. Gibt es etwas, das ich für dich tun kann? Nein, ich stecke mitten in den Vorbereitungen, einen unserer Gefangenen gefügig zu machen. Da dieses Vorhaben Zeit und Konzentration erfordert, kann ich keine unnötige Störung vertragen. Wenn du mir also wirklich helfen willst, dann halte dich aus allem raus, was mit ihm in Verbindung steht. Alles klar, Finger weg. Bohnenliebe, oh mein Gott, Diebe, oder? Hast du dich verlaufen? Ja, Entschuldigung, ich gehe schon raus. Guck mal, siehst du? So, ich bin draußen. Ich setze mich jetzt hier auf den Stuhl. Der muss raus. Kaya, komm doch mal her. Der Typ muss raus. Der muss raus. Da ist dieses Bohnen-Dinge da. Das ist ja auch nett. Hier sind überhaupt keine Fische drin.
Bohnenliebe. Warum verschwendest du einen Gedanken daran? Wenn du das sagst. Ach, hier komme ich da nicht runter. Boah. Diese ganzen Maschinen hier, die machen mich richtig fertig. Ich nehme das gar nicht ernst. Ach, der ist immer noch da. Ich speichere das mal. Das wird eh nicht klappen. Ich wüsste nicht, was du hier zu suchen hast. Ich gehe wieder raus. Das hier ist die letzte Aufzeichnung. Ich gebe es auf. Ach komm schon. War doch klar, dass die Kleriker Chat vor die Tür setzen. Der Kerl ist das totale Chaos. Kein Wunder, dass er sich bei diesen Ordnungsfanatikern unbeliebt gemacht hat. Ja, aber wo sollen wir noch nach ihm suchen? Vielleicht ist er nach Norden aufgebrochen. Zu den Alps. Wenn er denkt, ich friere mir für ihn die Eier ab, dann hat er sich geschnitten. Darf ich dich daran erinnern, dass es deine Idee war, ihn zu suchen? Was du nicht sagst. Ich hätte ein zweites Paar Stiefel einpacken sollen. Nein! Ah, fuck. Du bist nicht der Erste, der mir das erzählt. Lass dir ja nicht einfallen, dich an unseren Sachen zu vergreifen. Wenn ich jemanden beim Klauen erwische, schicke ich ihn ohne Umwege zu den Suggestoren. Unterstellst du jedem, dass er dich beklauen will? Ich habe meine Gründe. Seit die Alps immer näher gekommen sind, versucht jeder an bessere Schutzkleidung zu kommen. Aber das wäre ja noch schöner, wenn jeder Akolyt die Rüstung eines Regenten tragen würde. Zumal meine Vorräte begrenzt sind. Nur wer sich den Rang erarbeitet hat, hat besseren Schutz verdient. Basta! Verkaufe mir etwas aus den Lagern. Ich zeige dir alles, was du mit deinem Rang kaufen darfst. Gar nichts. Gar nichts. Schachterhemd. Schachterhemd. Plus zwei Rüstung. Mechanikerhemd. Krieg ich überhaupt nichts. Amulett des Kriegers, ganz schön teuer, ne? Jetzt haben wir den Regentenschwert 2, kriege ich auch nicht. Akolytenschwert, 37, 38, Akolytenschwert 1, plus Regentenschwert, 2 plus, okay. 600 Laser. Laser. Ach, dafür brauche ich Geschicklichkeit und Intelligenz. Ah, für die Waffen brauche ich also Intelligenz. Flammenwerfer. Ein Flammenwerfer? Wie geil ist das denn bitte? Und ein Energieschild. Boah, jetzt bin ich aber... Also den Flammenwerfer nehme ich auf jeden Fall mit. Das Energieschild... Ich glaube, das nehme ich auch mit. Das Regentenschwert, ich halte es ein 2 plus. Ich weiß nicht. Ach, Schachterhemd ist auch sehr ein bisschen weiter voraus. Ja, sind so zwei mehr Rüstung, ne? Aber mehr auch nicht. Halt! Du wirst hier als Verbrecher gesucht. Melde dich umgehend bei Reinhold, wenn du nicht noch mehr Ärger willst. Ja, mache ich. Hallo. Oh mein Gott, mein Rüstungstyp ist weggelaufen. Meine Fresse. Der läuft weg. Darüber schweige ich mich aus. Das kann doch so nicht weitergehen, oder? In der Eiswüste holt man sich nur Frostbeulen. Der kann nicht einfach abhauen. Ich wollte das Schwert noch haben. Okay, geht.
Verkaufe mir. Okay, nehme ich jetzt das Energieschild noch mit? Ich nehme es einfach mal mit. Das Regentenschwert. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Das sind zwei mehr. Okay. Ne, oder? Nee, Schaden 30 nur. Das ist überhaupt nichts. Das Regentenschwert macht überhaupt nicht mehr Schaden. Verkaufe. Ich. Was hat er denn jetzt? Okay, was habe ich denn hier? Ich habe rostige Axt. Hat. Ach, das habe ich schon lange gar nicht mehr. Hornschild hat 28 Schaden. So, und das. Die rostige Axt, ne, die kann ich eigentlich verkaufen. Nehme ich das Regentenschwert halt auch. Upsala. Ah. Okay, klar. Okay, ich hab's verstanden. Meine Fresse. Ich gehe jetzt mal hier rein. Ich weiß nicht, wo ich hier bin. Ich denke, ich bin hier am Ort des Geschehens. Verstehe einer die Kleriker. Sie predigen menschliche Nähe und trotzdem verspüre ich nichts als Kälte. Aber wir wissen's. Du hast was gegen Kleriker. Das ist der große Boss. Halt! Du wirst hier als Dieb gesucht. Entweder du bezahlst deine Strafe oder du wirst mit den Konsequenzen leben müssen. Boah! Mir bleibt ja nichts anderes übrig, ne? Oh mein Gott, bitte 200? Ja, mir bleibt nichts anderes übrig. Ich zahle meine Strafe. Wenigstens etwas. Und dass das nie wieder vorkommt. Verstanden? Weggetreten. Du bist wohl derjenige, der von Xander in den Hort gelassen wurde. Wie kommst du darauf? Ich weiß alles, was in meinem Lager vor sich geht. Ich bin Reinhold, Judikator der Kleriker und das Auge Kalans. Hier passiert nichts, ohne dass ich etwas davon mitkriege. In diesen Zeiten, mehr denn je, ist es wichtig, dass wir den Überblick behalten. Die Menschheit ist gespalten und versinkt im Chaos. Wenn wir überleben wollen, dann müssen wir stark und rein bleiben. Wenn wir zulassen, dass Anarchie die Oberhand gewinnt, dann sind wir verloren. Aber kommen wir zu dir. Bist du hier, um den Segen der Kleriker zu empfangen? Warum sollte ich mich euch anschließen? Weil wir dir einen Weg aufzeigen, errettet zu werden. Anders als die Outlaws oder die Berserker bieten wir dir nicht nur Zerstreuung und Verunreinigung. In unseren Reihen
würdest du deine wahre Bestimmung erkennen. Wir haben die Technologie, wir haben die Waffen, aber wir brauchen Freiwillige, um unsere Sache voranzutreiben. Wenn ich jetzt sage, ja, ich möchte Kleriker werden, ist das dann mit den Berserkern dann vorbei? Aber ich habe ja vorher gespeichert, ne? Also ich probiere es einfach mal. Ja, ich möchte Kleriker werden. Das ist gut. Es freut mich, dass Xander dich in den Hort gelassen hat. Er hat mit dir eine gute Wahl getroffen. Also kommen wir zu deinem Anliegen. Was möchtest du von mir? Wo sind die anderen Judikatoren? Judikator Johann ist leider auf dem Schlachtfeld gefallen, mein Sohn. Möge Kalan seiner Seele gnädig sein. Judikator Ulbricht, unser oberster Feldherr, ist in den oberen Gefilden dieser Kathedrale. Er sinnt über seine Pläne für das weitere Vorgehen im Krieg gegen die Alps. Aber geh ruhig zu ihm. Er hat immer ein offenes Ohr für Informanten von draußen. Erzähl mir mehr über die Kleriker. Was möchtest du wissen? Wie läuft es hier in der Stadt? Wir halten uns streng an die Lehren Arvids. Der erste Mensch, der von Kalan erleuchtet wurde. Er hat den Meteor und den Untergang der Menschheit vorhergesehen. Und aus der Asche der alten Zivilisation hat er dann den Grundstein der Kleriker gelegt. Nur wenn wir seinem Wort folgen, können wir Kalans Prüfungen bestehen. Was sind das für Prüfungen, die Kalan euch stellt? Der Meteor war nur der erste Schritt, den Dreck vom Angesicht der Erde zu waschen. Wir, die wir das erkannt haben, streben danach, Erlösung zu erfahren. Dazu müssen sie die Prüfungen der Reinheit bestehen. Sowohl der Körper als auch der Geist muss frei sein von schädlichen Einflüssen. Denn wenn die nächste Katastrophe die Menschheit heimsuchen wird, werden nur jene emporsteigen, die diese Prüfungen bestanden haben. Woher besitzt ihr das technische Verständnis? Arvid selbst hat uns dieses Wissen hinterlassen. Es war sein Beitrag, um Kalans Prüfungen zu bestehen. Dank seiner Technik müssen wir unseren Körper nicht mit Elex verseuchen, um Macht zu erlangen. Das übernehmen die Maschinen. Sie zementieren unseren Herrschaftsanspruch. Wie du also siehst, müssen sich Wissenschaft und Religion nicht zwangsweise ausschließen. Erklär mir eure Ränge. Wenn jemand Neues in unsere Reihen aufgenommen wird, dann wird er zuallererst Akolyt. Als Akolyt ist man berechtigt, die Kunst der Suggestion zu lernen und bekommt auch anderweitig bessere Ausrüstung von uns. Das gleiche gilt für unsere Legaten und Regenten. Jeder neue Rang bringt neue Vorteile, aber auch Pflichten mit sich. Wieso sollte ich ein Kleriker werden wollen? Weil wir die letzte Bastion gegen die Alps sind. Unsere Stärke, unser Glaube und unsere Technologie sind die einzigen Dinge, die sie aufhalten können. Wo die Outlaws ihren Profit haben und die Berserker im Dreck wühlen, da haben wir einen Sinn. Den Sinn, die Welt wieder zu dem zu machen, was sie einst war. Und noch weit darüber hinaus. Tritt uns bei und du kannst teilhaben an unserem Wissen, Glauben und unserer Technologie. Wofür genau bist du hier zuständig? Ich bin derjenige, der den Hort am Laufen hält. Ich bin derjenige, der entscheidet, welcher Rekrut zum Akolyt der Kleriker werden darf. Und ich bin derjenige, der dich bestraft, wenn du dich nicht an die Regeln hältst.
Erkläre mir die Regeln des Horts. Eigentlich sollte dich Xander bereits über unsere Regeln informiert haben. Aber ich werde sie gerne für dich auffrischen. Zuallererst solltest du wissen, dass wir nicht die Outlaws sind. Wer hier klaut oder sich anderweitig strafbar macht, wird hart bestraft. Die Strafen reichen von einfachen Geldstrafen bis hin zum Tod. Wer hier beim Elex-Konsum erwischt wird oder schlimmer noch damit handelt, muss sich dafür verantworten. Elexit ist die einzige Form von Elex, die wir außerhalb der Maschinen oder als Munition dulden. Hast du das verstanden? Ja. Jo. Du entscheidest also, wer Kleriker wird und wer nicht. Ganz richtig. Erst wenn ich sage, dass jemand bereit ist, darf er uns beitreten und seine Ausrüstung an sich nehmen. Mal angenommen, du würdest uns beitreten wollen. Dann würde ich dich auf die Probe stellen. Du würdest eine Aufgabe für mich erledigen, die von großem Interesse für die Gemeinschaft der Kleriker ist. Bei dieser Aufgabe würden wir dich beobachten und dann entscheiden wir, ob du zum Akolyt der Kleriker werden darfst. Ich werde es mir nochmal überlegen. Ob du nun Kleriker werden willst oder nicht, ich könnte so oder so deine Hilfe gebrauchen. Da du keiner Fraktion angehörst und hier auch noch nicht besonders viele Freundschaften geschlossen hast, bist du perfekt dafür. Wir haben ein Problem mit Elex-Händlern hier im Hort. Niemand würde mir gegenüber eine ehrliche Aussage treffen. Du auf der anderen Seite bist ein Niemand. Ein unbeschriebenes Blatt. Wenn du das Problem mit den Elex-Händlern aus der Welt schaffst, gibt es natürlich eine Belohnung. Und wenn du dich gut anstellst, ist es dir auch erlaubt, dich uns anzuschließen und ein wahrer Streiter Kalans zu werden, sofern wir dich als erfahren genug erachten. Okay, wir haben die Aufgabe also trotzdem gekriegt, glaube ich zumindest. Hm. Ihr habt Probleme mit Elex-Handel hier im Hort? Allerdings. Und wenn ich die Schuldigen erwische, werden sie sofort bei Baldr, einem unserer besten Suggestoren, auf dem Stuhl landen. Es ist inzwischen sogar eine äußerst große Belohnung auf die Händler ausgesetzt worden. Wenn du also der Meinung bist, du könntest sie finden, nur zu. Versuch dein Glück. Es ist bezeichnend, dass das Elex überall so viele Probleme mit sich bringt. Und dennoch macht es deinesgleichen sich zunutze. Wir nutzen Mana, kein Elex. Es ist mir gleich, wie ihr es nennt. Im Kern ist es das gleiche Übel. Wie steht's um die Alps? Die Kriegsstrategie gegen die Alps ist Sache von Judikator Ulbricht. Es wird erst zu meiner Aufgabe, wenn sie den Hort selbst bedrohen. Beispielsweise haben die Separatisten meine Aufmerksamkeit. Sie arbeiten vornehmlich im Hintergrund und sind oftmals schwer zu erkennen. Wegen den Elex-Händlern hier im Hort. Ja? Wo soll ich mit der Suche beginnen? Ich habe Dietrich bereits auf die Hintermänner des Elex-Handels hier im Ort angesetzt. Du solltest mit ihm sprechen. Ansonsten hatten wir hier erst vor kurzem einen ganz konkreten Fall von Elex-Handel, bei dem ein Verdächtiger entkommen ist. Wir konnten den Kreis der Verdächtigen auf 3 Personen einengen. Wer sind die Verdächtigen? Es geht um Oswald, Hagen und Siegfried. Siegfried, ganz klar. Du solltest mit den Wachen sprechen, die zur Tatzeit Dienst hatten. Jede Wache wird angehalten, Protokolle zu schreiben. Wenn wir Glück haben, geben diese uns Aufschluss darüber, wer der wahre Täter ist. Ich brauche mehr Einzelheiten über das Verbrechen. Also pass gut auf. Viel wissen wir nicht. Die Tat ist nachts begangen worden, vor einigen Tagen. Einen der Verdächtigen konnten wir festsetzen, aber nun ja, sagen wir einfach, er ist nicht mehr in der Lage, uns sinnvolle Informationen zu geben. Unsere einzige Hoffnung ist es jetzt, die Protokolle der Wachen von dieser Nacht durchzuschauen. Vielleicht findet sich dort drinnen ja etwas. Wo finde ich die Wachen, die ich befragen soll? Xander, die Torwache kennst du ja bereits. Er steht vermutlich wie immer am Haupteingang und hält dort Wache.
dann solltest du noch mit unserer Grubenwache und der Fabrikwache reden. Die Grubenwache findest du hier direkt westlich, unterhalb der Kathedrale. Und die Fabrikwache findest du im nördlichen Teil des Lagers, bei den Roboterproduktionsstätten. Ich vermute, ich kenne den Verdächtigen. Bist du dir sicher? Hast du schon mit den drei Wachen gesprochen und ihre Protokolle eingesammelt? Nein, noch nicht. Und du hast trotzdem schon einen Verdacht? Ich muss die Klinge sagen, ich denke, es war Oswald. Nein, lieber, ich denke lieber nochmal darüber nach, ja. Nein, ich denke lieber nochmal darüber nach. Mach das. Okay, besser ist das. Okay, Leute, aber ich muss mich verabschieden und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.